Eine Abschlussprüfung, wo man wieder nichts zeichnen muss, sondern nur rechnen muss. Dafür ist sie relativ dankbar zu Beginn. Man soll als erstes die Strecke BD berechnen. Ich mache es da jetzt erstmal so, ich gebe erstmal alle Größen an. In die Zeichnung darf ich ja auch in die Angabe reinschmieren. Dann kann ich mir einen besseren Überblick verschaffen. Die Strecke BD, ja, die ist relativ schnell ausgerechnet. Wir können hier den Kosinussatz anwenden, denn der gegenüberliegende Winkel ist gegeben und die beiden dem gegenüberliegenden Winkel angrenzenden Seiten, also die beiden Schenkel des Winkels, könnte man auch sagen. Das heißt, wir müssen BD Quadrat ist gleich aufstellen. Oder DB natürlich. Ich habe jetzt gleich DB ist gleich aufgestellt, also nicht erst noch ein Quadrat dazu. Dafür muss ich dann halt auf der rechten Seite gleich die Wurzel ziehen. 7 Quadrat ist die eine Seite, 8 Quadrat die andere, minus 2 mal 7 mal 8 mal Cosinus von 130 Grad. Wenn ich das sauber mit Zentimeter hinter der Wurzel hinschreibe, erhalte ich sauber 13,60 Zentimeter. Also, als nächstes ist der Winkel Epsilon dran. Der Winkel CBD ist es. Der hier unten. Ist auch klar, jetzt haben wir nochmal eine Größe mehr, nämlich die da. Damit können wir über den Sinussatz kommen, denn jetzt haben wir diese Seite und den Winkel. Dann können wir diese Seite und den Winkel dadurch berechnen. Also der Sinus von Epsilon zur Seite 8 cm verhält sich wie der Sinus von 130 Grad zur Seite 13,60 cm. Hier muss ich auf beiden Seiten mal 13,60 rechnen. Mal 8 cm rechnen, Entschuldigung, Fehler im Video, also mal 8 cm auf beiden Seiten und dann, um quasi das Epsilon zu befreien, noch den inversen Sinus auf der rechten Seite nehmen, habe ich mal wieder zusammengefasst. Das Ganze sauber klammern, erhalte ich 26,78 Grad. Ist auch klar, dass ich hier nicht mehr noch einen zweiten Winkel berechnen muss, weil das definitiv ein Winkel ist, der unter 90 Grad ist, sieht man. Gut, und das Einzige, was jetzt noch ein bisschen schwierig ist, ist dieser Winkel Alpha hier unten, denn in dem Dreieck haben wir eigentlich nur die Seite und die Seite gegeben. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir mit einem Winkel hinkommen. Also, Problem ist, wir haben eigentlich auch hier unten keinen Winkel gegeben. Ja? Nur diesen einen. Aber dadurch, dass wir den gesamten haben, kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen nach weiteren Eigenschaften Ausschau halten. Was wir hier ziemlich gut erkennen, ist, dass wir hier parallele Geraden haben. Hier und hier. Das heißt, es gibt hier Wechselwinkel. Der Winkel ist genauso groß wie der Winkel hier oben. Und den Winkel hier oben können wir berechnen, denn wir hatten einen 130 Grad Winkel und wir haben den Winkel ja gerade eben erst berechnet. Also der Winkel dBA, der hier unten, ist genauso groß wie der hier oben und der hier oben ist 180 Grad minus die 130 Grad minus die 26,78 Grad, die wir gerade berechnet haben. Also ist der Winkel und der Winkel 23,22 Grad. Jetzt haben wir eine Seite und einen Winkel. Heißt, wir können einen Sinussatz aufstellen. Der gesuchte von Sinus Alpha verhält sich zu 13,6, wie der Sinus von 23,22 zu 6 cm. Wir müssen das Ganze nur mal 13,6 auf beiden Seiten rechnen, wieder den inversen Sinus nehmen und schon komme ich auf Winkel Alpha gleich 63,34 Grad. Anscheinend hat derjenige, der die Lösung erstellt hat, einen etwas anderen Lösungsweg wie ich, denn der kommt auf 63,29 Grad. Also ich habe wohl irgendwo unterwegs gerundet, wo es der nicht getan hat. Heißt aber trotzdem, dass das Ergebnis richtig ist. Hat ja ein Mathelehrer gerechnet. Oder ich hoffe zumindest, dass sich hier kein Fehler reingemacht hat. Gut, das Ganze wird jetzt natürlich etwas anspruchsvoller in der Aufgabenstellung. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal alle Größen, die wir bisher errechnet haben, noch mit reingestellt. Nun sollen wir den Radius CE des Kreissektors CFG berechnen. Also, mir ist eigentlich erstmal wurscht, was das für ein Kreissektor ist. Ich soll die Strecke CE berechnen. Ja, CE, die haben uns netterweise schon einen rechten Winkel eingezeichnet. Jetzt schauen wir mal in diesem Dreieck, was wir alles gegeben haben. Wir haben einerseits diesen Winkel 26,79 Grad und wir haben diese Strecke 7 cm. In dem rechtwinkligen Dreieck ist es die Hypotenuse und das, was wir suchen, die CE, das ist die Gegenkathete. Und Gegenkathete und Hypotenuse geben zusammen im Sinus und dann kann ich eben mit dem Sinus auch diese Strecke aufstellen. Also der Sinus von diesem Winkel ist die Gegenkathete, die gesuchte CE, durch die Hypotenuse 7 cm. Also auf beiden Seiten mal 7 cm rechnen, damit CE allein dran steht und ich komme auf meine 3,16 cm. Das war es schon bei der Aufgabe 2.2. Wunderbar, ein rechtwinkliges Dreieck. So, und jetzt sollen wir den prozentualen Anteil von dieser grau markierten Fläche anteilig am Ganzen an der ganzen Figur, also am ganzen Trapez berechnen. Gehen wir mal so vor. Wir brauchen zuerst diesen Kreisring oder zumindest diesen Teil von einem Kreisring. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mir überlegt, wenn ich den Kreis, also den Sektor
mit dem oberen Radius minus den Kreissektor mit dem unteren Radius berechne, müsste ich doch drauf kommen. Also quasi den Sektor mit 3,16 cm Radius mal Pi mal 130 Grad durch 360 Grad, das ist ja die Formel für den äußeren Kreissektor, minus den inneren Kreissektor, und der ist 3,16 minus 1. Warum? Weil diese Strecke FH hier 1 cm ist und GK ist auch 1 cm, da muss natürlich diese Strecke auch 1 cm sein. Damit ist dieser Radius hier 3,16 minus 1 cm. Und wenn ich dieses quasi in einem Kreissektor zusammenfasse und das voneinander abziehe, erhalte ich die graue Fläche 6,04 cm. Was ich noch brauche, ist das Trapez. Beim Trapez brauche ich ja normalerweise die Seiten AB und CD. CD habe ich zwar gegeben, aber AB fehlt mir. Genauso wie die Höhe, bis ich da jetzt zwei Größen macht, unterteile ich das doch wunderbar. Oder nehme die Teildreiecke, da wo ich eh schon recht viele Größen berechnet habe. Also einmal das Dreieck ABD. Da kann ich zum Beispiel diese beiden Seiten hier oben nehmen. Muss ich sogar, weil ich die hier unten nicht habe. Da oben fehlt mir allerdings der Winkel, aber dadurch, dass ich die beiden habe, muss ich nur 180 Grad minus die beiden Winkel nehmen. Und ich habe auch den hier oben und kann damit den Flächeninhalt bestimmen. Gibt 40,72 Quadratzentimeter. Bei dem Dreieck hier ist es noch leichter, da haben wir ja fast alles gegeben. 26,79 Grad nehme ich jetzt hier raus, mal 7 mal 13,6, also den Sinus von 26,79. Ich hätte natürlich auch das hier oben nehmen können, völlig egal. Dann kommt bei mir 21,45 Quadratzentimeter raus. Jetzt muss ich nur quasi den Teil durch die beiden, also 6,04 durch 40,72 plus 21,45, das hier unten ist ja quasi die Fläche vom Trapez, beide Dreiecke zusammengezählt, und mal die 100% gibt 9,72%. Macht ja auch Sinn, schaut ja auch relativ gering aus im Vergleich zur Gesamtfläche.